Wer von euch kennt eigentlich die Wii Mini? Wenn jetzt viele von euch sagen, kein Plan, was das ist, Alter, ich glaub's euch. Denn wenn man eine dritte Revision der Wii rausbringt, nachdem die nachfolgende Konsole eigentlich schon am Markt ist, wundert mich das ehrlich gesagt nicht, dass die nicht so viele Leute kennen. Die Wii Mini kam mit einer UVP von 99 Euro auf den Markt. Worauf man dafür verzichten musste und was wir daraus eventuell für das Ende der Switch lernen können. Das zeige ich euch heute. Die Wii Mini ist die dritte Revision der Wii. Die meiste Zeit war eigentlich die erste Version der Wii auf dem Markt. In der zweiten Revision wurde die GameCube-Kompatibilität gestrichen, aber auch diese zweite Revision kam erst Ende 2011 raus, ein Jahr vor der Wii U. Durch das Streichen der GameCube-Kompatibilität konnte man die Wii am Ende ihres Lebenszyklus dann nochmal um einiges billiger auf den Markt hauen und damit nochmal einige Verkäufe erzielen. Und ein Jahr später, im Dezember 2012, zumindest in Kanada und im März 2013 dann in Deutschland, Großbritannien und vielen anderen Ländern, kam dann noch die billigere Wii Mini für 99 Euro raus. Damit wollte man diese Preissparpolitik nochmal auf ein Next Level bringen, um wirklich alle Leute nochmal abzugreifen. Das Komische, im November 2012 kam ja eigentlich schon die Wii U raus. Aber was wurde denn, um einen Preispunkt von 99 Euro zu erreichen, alles gestrichen von den Features? Ausgeliefert wird die Wii Mini als kleiner, billiger Plastikklotz mit einem billig aussehenden CD-Fach zum Aufklappen, also nicht zum Reinsliden, so wie man es von der Wii kennt, sondern das ist ein Toploader. Das heißt, wir klappen einfach diese Klappe manuell auf und legen das oben rein, wie bei einem normalen CD, DVD-Player, wie auch immer, ne? Spart natürlich Geld, wenn diese Disc nicht schön reingesaugt werden muss. So ein Toploader ist halt viel billiger. Dazu gibt es eine rote Wii-Fernbedienung mit Wii Motion Plus Inside, also die zweite Generation der Wii-Fernbedienung, einen roten Nunchuck und natürlich eine Wii-Sensorleiste und die Kabel zum Anschließen an den Fernseher. Logischerweise. Einsparungen sieht man tatsächlich aber erst so richtig, wenn man etwas genauer hinschaut. Die Konsole selbst verfügt über keinen SD-Karten-Slot. Das heißt, wir können den Speicher nicht erweitern. Sie hat nur einen USB-Port und natürlich fehlt auch hier die GameCube-Kompatibilität. Das ist klar. Die krasseste Einschränkung kommt aber jetzt. Und zwar kann man die Konsole nicht mit dem Internet verbinden. Die Wii Mini ist eine reine Offline-Konsole. Kein Wii Shop-Channel, daher auch keine Virtual Console, keine anderen Dinge, die man sich irgendwo online kaufen könnte, kein Mario Kart Wii Online und so weiter und so weiter. Ja, alles, was man halt auf der Wii schon online machen konnte, kann man auf der Wii Mini nicht. Keine Chance. Der Chip dafür existiert einfach nicht in der Wii Mini. Das wäre für mich halt ein absoluter Dealbreaker gewesen und ich will nicht wissen, wie viele Leute sich die Wii Mini gekauft haben und das erst schmerzlich im Nachhinein selber erfahren mussten, indem sie es ausprobiert haben und gesehen haben, hey, da ist kein Wii Shop Channel, ich kann in Mario Kart Wii nicht online spielen und keine Ahnung was. Natürlich fehlen dadurch auch einige Channels im Menü, wie eben der Wii Shop Channel oder das Wetter oder solche Sachen halt, alles, was halt eigentlich eine Online-Verbindung bräuchte. Oder natürlich wurden auch die Einstellungen angepasst, dass alles, was irgendwie mit Internet zu tun hat, wegfällt und so weiter. Immerhin haben sie sich die Mühe gemacht, ne? Stellt euch vor, wir hätten den Wii Shop Channel und dann gehst du drauf, oh, das geht nicht. Das wäre ja noch besser. Naja, Verkaufszahlen spezifisch für die Wii Mini habe ich leider keine gefunden, nur in Kanada. Da wurde sie innerhalb von 2 Monaten 35.700 Mal verkauft, im Dezember und im Jänner. Also im Dezember 2012, wo sie rauskam, und dann im Jänner 2013. In diesen 2 Monaten hat sie sich 35.700 Mal verkauft. Keine Ahnung, für den Rest der Welt habe ich keine Zahlen gefunden, leider. Eingestellt wurde die Wii Mini tatsächlich erst im November 2017. Also wurde sie sogar noch ein paar Monate parallel zur Switch produziert und verkauft. Das ist irgendwie echt komisch. Aber was genau können wir daraus jetzt eventuell für das Ende der derzeitigen Switch-Generation lernen, für die Switch 1? Die Switch 2 steht ja in den Startlöchern und wird bis spätestens März 2025 vorgestellt. Soweit wissen wir das Ganze ja. Wenn die Switch 2 dann released wird, wird die erste Generation, also die, die wir jetzt haben von der Switch, noch einige Jahre weiterverkauft werden, so im Parallelbetrieb, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube nicht, dass sie noch eine lowere Switch rausbringen, so wie die Wii Mini, beziehungsweise existiert diese lowere Switch ja eigentlich schon seit einigen Jahren, und zwar ist das ja die Switch Lite, würde ich sagen, ist ähnlich zur Wii Mini vom Feature-Umfang. Man kann die Joy-Con nicht abnehmen und so weiter und so weiter. Das
sehe ich auf jeden Fall und ich gehe stark davon aus, dass die Preise der derzeitigen Switch-Modelle stark gesenkt werden. Das heißt zum Beispiel die Switch Lite von 220 auf 150, die normale Switch von 300 auf 220, die Switch OLED von 350 auf 270, keine Ahnung, irgendwie sowas in dem Bereich. Aber vielleicht wird auch die normale Switch gestrichen und dann gibt es nur noch die Switch Lite und die Switch OLED und die Switch OLED senken sie dann noch ein bisschen mehr im Preis, damit der Abstand zur nächsten Generation der Switch halt ein bisschen größer ist, ne, damit man sieht, das ist wirklich die alte Switch, keine Ahnung. So wird die erste und die zweite Switch-Generation auf jeden Fall einige Zeit parallel verkauft werden und eventuell wird durch diese Preissenkung dann die erste Switch-Generation doch noch die Verkaufszahlen der PS2 einholen können. Und damit wäre sie dann ja die erfolgreichste Konsole weltweit. Jemals. Die Switch hatte derzeit Verkaufszahlen von 143 Millionen und die PS2 von rund 160 Millionen, weiß man ja nicht genau. Das ist schon nochmal ein gutes Stück dahin, aber es wäre eventuell irgendwie noch möglich, wenn sie noch einige Jahre verkauft wird und der Preis wirklich niedrig bleibt, weil so könnte man dann wirklich Casual Gamer, Eltern, die den Kindern eine Switch kaufen wollen, aber halt keine teure Switch, dann können die denen einfach die ganz billige Switch Lite kaufen und das zählt als Switch-Verkaufszahl und damit, ja, vielleicht. Wer weiß, ja, vielleicht schafft man es dann irgendwie noch zur PS2. Wäre schon krass. Die Wii Mini war eine wirklich interessante Revision der Wii, um nochmal die letzten Casual-Spieler zu einem günstigen Einstiegspreis abzuholen. Meiner Meinung nach hätte es das aber einfach nicht gebraucht. Ich finde eben leider keine Verkaufszahlen, die mir auch das Gegenteil beweisen. Wobei man sagen muss, dass sie auch kein kompletter Flop gewesen sein kann, weil sonst wäre sie nicht bis 2017 produziert und verkauft worden, ne? Also irgendwie muss die ja doch verkauft worden sein. Naja, mal schauen, was die Zukunft bringt. In einigen Monaten werden wir sehen, ob ich hier mit meinen Prognosen bezüglich Parallelbetrieb und Preissenkungen und so weiter von der Switch 1 das Ganze richtig prophezeit habe. Schreibt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir werden sehen.